Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause oder in den Büros. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier am Institut für Zeitgeschichte heute Abend begrüßen bei sehr schwülem und drückendem Wetter. Und wir sind quasi nicht nur in Erwartung eines tollen Vortrags, sondern auch in Erwartung eines grandiosen Gewitters. Und umso dankbarer sind wir, dass Sie gekommen sind. Sehr herzlich und besonders herzlich darf ich aber unseren Referenten für heute Abend, Kiran Patel, begrüßen. Kiran, sehr, sehr schön, dass du da bist und das nicht zum ersten Mal am Institut. Also auch ein herzliches Dankeschön für diese Verbundenheit. Werde die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, müsste der Antrag zurückgewiesen werden aus Mangel an demokratischer Substanz. Das sagte niemand anderer als Martin Schulz, über viele Jahre Präsident des Europäischen Parlaments. Zumindest behauptete Henrik M. Broder 2013 in der Welt, dass Martin Schulz dies so gesagt hat. Wie auch immer es gewesen sein mag, man kann sich immerhin vorstellen, dass der Präsident des Europäischen Parlaments solch eine kritische Haltung zur Demokratiefrage eingenommen hat. Schulz war während seiner Amtszeit nicht müde geworden, die demokratischen Defizite der Europäischen Union zu benennen und mehr Rechte für das Parlament einzufordern. Die Verbindungslinien zwischen der EU und der Demokratie sind hoch umstritten. Die Klage, die oft zum lautstarken Vorwurf wird, dass die EU durch ein markantes Demokratiedefizit gekennzeichnet sei, wird immer wieder geführt. Als Argument wird sie von entgegengesetzten politischen Lagern verwendet, im Sinne der konstruktiven Weiterentwicklung der EU, aber auch mit dem Ziel ihrer Zerstörung. Nicht zuletzt spielte der Vorwurf, dass die Verankerung des Vereinigten Königreichs in der EU die britische Demokratie unterhöhle, in der Brexit-Kampagne eine wichtige Rolle und mobilisierte vor allem auch Liberale und Linke gegen das Projekt der europäischen Integration. Angesichts der beschränkten Rechte des Europäischen Parlaments, das sich selbst als Herzkammer des europäischen Demokratieprojekts sieht, des Regierens der Kommission über Verordnungen, die bindend in nationalstaatliches Recht umgesetzt werden müssen, und der politischen Bedeutung des Europäischen Rates, kommt eine solche Skepsis gegenüber der Demokratiefähigkeit der EU natürlich nicht aus dem Nichts. Aber so einfach ist die Frage nach den Verbindungslinien zwischen der Europäischen Union und der liberalen Demokratie dann doch nicht zu beantworten. Zumal, wenn man dies aus der Perspektive der Historikerin bzw. des Historikers tut. Kann die EU überhaupt eine Demokratie sein? Muss eine supranationale Organisation vielleicht sogar ganz anders funktionieren als nationalstaatliche Demokratien? Und vor allem, was kennzeichnet eine Demokratie in der Gegenwart eigentlich? In der Tat, die Verhältnisbestimmung zwischen der Demokratie und der Europäischen Union wirft sehr, sehr grundsätzliche Fragen auf. Wie auch immer man das Problem angeht, es ist evident, dass es sich um eine der zentralen Problemstellungen für eine Geschichte der Gegenwart handelt. Sie macht deutlich, dass die Geschichte der Demokratie in unserer Zeit nicht mehr als allein nationalstaatliches Phänomen betrachtet werden kann. Vielmehr haben wir es mit neuen Problemkonstellationen zu tun, die durch die großen Prozesse der Internationalisierung und der Globalisierung vorangetrieben wurden. Während sich die Politikwissenschaft seit einiger Zeit mit diesen Themen befasst, rücken sie erst langsam in das Blickfeld der Zeitgeschichte. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Kiran Patel einen der ausgewiesensten Experten für die Geschichte der europäischen Integration in Europa gewinnen konnten und damit auch für unsere Vorlesungsreihe
zur Zeitgeschichte der Demokratie. Denn ihr Ziel besteht eben genau darin, die Geschichte der Demokratie im 20. und frühen 21. Jahrhundert neu zu durchdenken und Impulse für die weitere Forschung zu geben. Und sie soll ein Forum für die Diskussion sein. Und so laden wir Sie hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen dazu ein, nach dem Vortrag Ihre Fragen an Kiran Patel zu stellen. Unsere Gäste hier im IFZ können das in der üblichen Weise tun. Unsere Gäste, die per Zoom teilnehmen, bitten wir, ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Ich werde sie dann an Herrn Patel weitergeben. Das ist heute der dritte Vortrag in unserer Reihe. Alle Vorträge werden aufgezeichnet und auf der Homepage des IFZ zum Abruf zur Verfügung gestellt. Für alle, die Zeit und Lust haben, sich in die Zeitgeschichte der Demokratie etwas zu vertiefen, kann ich einen Blick auf unsere Homepage also nur empfehlen. Kiran Patel ist dem Institut für Zeitgeschichte eng verbunden, zuvorderst als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, aber auch als engagierter Autor der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Wir sind sehr, sehr froh, ihn seit Herbst 2019 als Kollegen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu wissen. Dort hat er den Lehrstuhl für die europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts inne und ist Direktor des von ihm begründeten Project House Europe, das sich der interdisziplinären Erforschung der europäischen Geschichte widmet. Die Geschichte des institutionalisierten Europa hat damit einen lebendigen akademischen Ort in München, von dem wir nur profitieren können. Kiran Patel ist nicht nur ein hervorragender Historiker Europas, seine akademische Biografie spiegelt seine Verankerung in Europa. Kiran Patel ist ein Europäer durch und durch, und das, glaube ich, ist nicht vermessen zu behaupten. Er wurde 2001 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer vergleichenden Arbeit zu Arbeitsdiensten in Deutschland und den USA zwischen 1933 und 1945 promoviert, hatte denn dort eine Juniorprofessur inne, bis er 2007 an das Europäische Hochschulinstitut nach Florenz wechselte. 2011 führte ihn sein Weg an die Universität Maastricht, von wo aus er schließlich 2019 an die LMU kam. Kiran Patel hat viele Bücher und Sammelbände zur Geschichte der europäischen Integration publiziert. Die kann ich hier alle gar nicht nennen. Und ich glaube, dass das aufgrund ihrer Bekanntheit und weiten Verbreitung auch gar nicht nötig ist. Herausgreifen möchte ich aber sein jüngstes Buch. Es ist ein wirkliches Kondensat seines Wissens zum Europa in der Zeitgeschichte. Der Band zur europäischen Integration in der Reihe Beckwissen, erschienen in diesem Jahr. Doch nicht nur die Geschichte Europas bewegt ihn derzeit. Einen Teil des vergangenen und des laufenden Jahres hat er am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt verbringen dürfen, wo er sich mit der Geschichte der Anwesenheit beschäftigt hat. Das ist vielleicht auch ein Thema für die europäische Demokratiegeschichte. Wir jedenfalls lassen uns überraschen. Über seine Anwesenheit heute Abend freuen wir uns sehr und sind gespannt auf seinen Vortrag, überschrieben mit Laboratorium Europa, der Ort der EU in der Demokratiegeschichte. Kiran, danke fürs Dasein. Du hast das Wort. Ja, Martina, erstmal ganz herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung, auch natürlich für die Einladung an das IFZ, in dem ich mich immer sehr wohl, fast schon zu Hause fühle und es immer genieße, hier zu sein, um auch eben zu lernen und diskutieren zu können. Es ist interessant, was du zu Eingang zitiert hast, und es verweist vielleicht auch auf eine Wissenslücke von Herrn Broder, wenn er das Wort, das du zitiert hast, Martin Schulz zugeschrieben hat, weil im Grunde es von Ralf Dahrendorf kommt und man könnte eine noch weitere Geschichte dazu erzählen. Das will ich gar nicht, aber das Thema ist damit schon wunderbar umrissen, um das es heute Abend gehen soll. Ich schaue jetzt und vergesse hoffentlich, dass ich nicht irgendwas tue, was ich nicht hätte tun sollen oder umgekehrt. Beginnen wir eine PowerPoint-Präsentation mit dem Jahr 2002.
Also genau vor 20 Jahren, als Valéry Giscard d'Estaing das Amt des Präsidenten des Europäischen Konvents antrat. Denn nachdem weder der Maastrichter Vertrag noch die Folgeverträge von Amsterdam 1997 und Nizza 2001 die Europäische Union auf eine dauerhafte Basis hatten stellen können, sollte ein Konvent es richten. Dem Forum kam die Aufgabe zu, einen Entwurf für einen Verfassungsvertrag für die Europäische Union auszuarbeiten. Und tatsächlich erledigte der Konvent diese Aufgabe unter Giscards Leitung im Verlauf von rund 1,5 Jahren und schuf damit die Basis für einen europäischen Neubeginn. Am Anfang großer Verträge steht häufig eine feierliche Präambel, die Sinn und Zweck des Folgetexts erläutert. Und so sollte es auch dieses Mal sein. Giscard setzte sich ganz besonders dafür ein, die Präambel mit einem gelehrten Zitat einzuleiten. Und im altgriechischen Original sowie der Sprache des jeweiligen Mitgliedstaates überschrieb man die Präambel mit einer Textstelle von Thukydides, in der dieser festhielt, die Verfassung, die wir haben, heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. Dieser Auftakt der Präambel ist längst vergessen, da der Verfassungsvertrag, Sie wissen das sicher, nach negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden 2005 scheiterte und wenige Jahre später durch den heute gültigen Vertrag von Lissabon ersetzt wurde. Die Thukydides-Stelle, in welche der griechische Historiker des 5. Jahrhunderts vor Christus einen Teil der berühmten Leichenrede des Perikles wiedergibt, ist dennoch aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen wird das Zitat einem modernen Demokratieverständnis nämlich nicht direkt, da diese eben mehr ist als die Herrschaft der Mehrheit. Grundrechte und Minderheitenschutz sind lediglich zwei der unverzichtbaren Spielregeln in modernen Demokratien, die verhindern sollen, dass die Herrschaft der Mehrheit die der Tyrannei werden soll. Außerdem gehörten zum Demos, dem Staatsvolk zu Zeiten Perikles, weder Frauen noch zugezogene Fremde noch Sklaven an. Der Begriff der Mehrheit schloss also von vornherein die meisten Erwachsenen aus. Als erbauliche Referenz an eine große Vergangenheit des Kontinents taugt das Zitat also eigentlich nicht. Dafür war die Geschichte zu sperrig und das aus der Vergangenheit Überlieferte zu vieldeutig. Vor diesem Hintergrund mag es auch nicht verwundern, dass diese Referenz an die Antike bereits im Sommer 2004 aus dem Entwurf gestrichen wurde, rund ein Jahr bevor der Verfassungsvertrag als Ganzes scheiterte. Giscards Zitatsuche ging also gründlich schief. Und das verweist auf den zweiten Faktor, der mir wichtig ist, nämlich dass auch in der jüngeren Vergangenheit und in der Gegenwart sich die Europäische Union mit der Demokratiefrage durchaus schwer tut. Martina Stäbe hat das in der freundlichen Einführung bereits angedeutet. Und nicht einmal die Anrufung der goldenen Antike kann es immer richten. Genauer gesagt bildet die Europäische Union und ihre Vorläuferorganisation, die seit den 1950er Jahren geschaffen worden waren, ein spannendes Laboratorium, wenn es um Fragen einer zeithistorischen Demokratieforschung geht. Das gilt umso mehr, da sich dieses Forschungsfeld bis heute hauptsächlich auf die nationale Ebene konzentriert. Das institutionelle Europa als Ort der Demokratiegeschichte gilt es meines Erachtens vollends erst noch zu entdecken. Und wie ich im Folgenden zeigen möchte, ermöglicht der Blick auf diese Ebene nicht nur wichtige Einblicke in die Probleme, die eine demokratische Ordnung jenseits des Nationalstaates zu denken und zu bauen impliziert. Er hilft zudem, das Spannungsverhältnis zwischen einer demokratisch legitimierten und praktizierten politischen Ordnung und anderen Ansätzen, besonders solchen technokratischer Spielart, neu zu vermessen. Bis heute, so meine These, hat sich die historische Forschung dem Thema zu wenig gewidmet, während die tagespolitische Debatte häufig daran krankt, ein stark normativ grundiertes Demokratieverständnis auf die Vergangenheit zurückzuprojizieren und aus dieser Perspektive dann eine Verfallsgeschichte zu konstruieren, laut der die heutige Europäische Union als Wertegemeinschaft erodiere oder zerfalle. Pointiert gesagt, diese gängige Sichtweise leuchtet umso mehr ein, je weniger man über die Vergangenheit eigentlich weiß. Der historisch informierte Blick lehrt stattdessen, wie kompliziert, wie fragil das Verhältnis des Projekt Europas zur Demokratiefrage eigentlich schon immer war. Und ebenso wichtig, durch diese normative Brille entsteht letztlich ein Zerrbild der Probleme auf europäischer Ebene
Und das spiegelt sich meines Erachtens auch in einigen der neueren wissenschaftlichen Leitbegriffe, wie zum Beispiel Democratic Backsliding, ein Begriff, über den ich auch noch sprechen werde. Darüber möchte ich heute gerne mit Ihnen diskutieren. Drehen wir jedoch zunächst die Uhr etwas zurück und springen in das Jahr 1950 als den wichtigsten Ausgangspunkt jener Entwicklung, die zur Europäischen Union unserer Tage führen soll. Am 9. Mai jenes Jahres hielt der französische Außenminister Robert Schuman eine knappe Rede, die den Lauf der europäischen Geschichte dennoch für immer verändern sollte. Er plädierte dafür, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die spätere EGKS, einzurichten, die im Juli 1952, also vor wenigen Tagen genau vor 70 Jahren, tatsächlich das Licht der Welt erblicken sollte. Mit der Montanunion, wie man sie auch nennt, entstand die früheste Vorläuferorganisation der heutigen Europäischen Union. In Schumanns Rede nun ging es um Frieden, um deutsch-französische Verständigung, um europäische Solidarität, um überstaatliche Kooperation. Auch das Institutionengefüge der zu schaffenden Gemeinschaft fand sich in seiner knappen Rede sehr wohl skizziert. Von Demokratie war aber nicht die Rede und nicht einmal von jener gemeinsamen Versammlung mit ausschließend beratender Funktion, mit der die Montanunion 1952 dann an den Start gehen sollte. Dieses demokratische Korrektiv wurde nämlich erst auf öffentlichen Druck im Verlauf der Verhandlungen in das Regelwerk eingeführt. Denn Jean Monnet, als der eigentliche Vater des Schumann-Plans, schwebte ein starkes, ein unabhängiges Sekretariat vor, das eng mit Fachleuten aus den nationalen Ministerien zusammenarbeiten sollte. Entstehen sollte ein entpolitisierter Raum für Experten, die optimale Lösungen frei vom politischen Tagesgeschäft finden sollten. In den Verhandlungen über den Plan umgingen Monnet und Schumann, aber zum Beispiel auch der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, die nationalen Volksvertretungen weitgehend. Erst als der Vertrag unterschrieben vorlag, beschäftigte man die nationalen Parlamente damit. Von einer Einbindung der Zivilgesellschaft war erst recht gar nicht die Rede. Eugen Kogon, einer der prominentesten westdeutschen Föderalisten der Nachkriegszeit, warnte deswegen bereits im Herbst 1950 davon, dass sich in der Montanunion, und ich zitiere ihn, supranationale Hyperbürokratien entwickeln könnten und eine parlamentarische Kontrolle schwer nur möglich sei. Für Männer wie Schumann und Monnet, die offizielle Europapolitik, das sei hier nicht verschwiegen, stellte damals weitgehend eine Domäne von Männern im mittleren und vorgerichteten Alter dar, was sich übrigens auch in meinen Folien hier widerspiegelt. Insofern erhalten die auch eine Aussage, wenn sie ihr eben vor allen Dingen ältere Männer in dunklen Anzügen sehen. Für Männer eben wie Schumann und Monnet zählten Effizienz und Ergebnisse mehr als demokratische Legitimation oder eben die Einbindung der Zivilgesellschaft. So sehr die EKS von sich behauptete, einen grundlegenden Neuanfang zu repräsentieren, spiegelte sie auch ein elitäres Politikverständnis wider. Ihr Ansatz stand zugleich in Kontinuität zu der Art, wie man in Europa seit dem 19. Jahrhundert vor allem ökonomische und andere eher technisch gelagerte Fragen geregelt hatte. Diesem durchaus paternalistisch-technokratischen Politikverständnis zufolge legte man die entsprechenden Entscheidungen am besten in die Hände von Experten. Europa sollte, wie es der Historiker Luc van Middelaar formuliert hatte, dedramatisiert und depolitisiert werden. Es schien schlicht und ergreifend als zu wichtig, als zu kontrovers, als dass man es den Launen der Bevölkerung hätte überlassen können. Und dennoch stellte sich das Demokratieproblem letztlich mit großer Dringlichkeit. Und dabei sind meines Erachtens drei analytische Ebenen zu unterscheiden, um die es im Folgenden auch immer wieder gehen wird. Erstens nämlich um die Frage, wie Entscheidungen und Ergebnisse der neuen Institutionen legitimiert sind. Zweitens in Bezug darauf, ob diese Institutionen selbst aktiv und notfalls auch gegen ihre Mitgliedstaaten für den Schutz von Demokratie eintreten können. Und drittens die Frage, ob sie entsprechende Standards von möglichen Beitrittskandidaten oder anderen engen Partnerländern einfordern können. Auch als mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, und Euratom 1957 zwei weitere Gemeinschaften hinzutraten, die zusammen mit der Montanunion die Europäische Gemeinschaft, die man als EG dann häufig abkürzt, bilden sollten, spielte die Demokratiefrage auf keiner dieser drei Ebenen eine tragende Rolle. Erneut
findet sich etwa kein klares Bekenntnis zur Demokratie als Identitätskern der Gemeinschaften oder etwa als Beitrittskriterium. In Bezug auf die demokratische Legitimation des neu geschaffenen weitete man die Versammlung der Monetaren Union zwar auf die beiden neuen Gemeinschaften aus, gab dem Organ jedoch keine nennenswerten zusätzlichen Rechte. Sicherlich, und das ist wichtig, die 6 Mitgliedstaaten der EG, das heißt also die 3 Benelux-Staaten, die Bundesrepublik, Frankreich und Italien, das waren alles Demokratien. Die EG verfügte damals jedoch über kein rechtliches Regelwerk, um für sich selbst und ihre Entscheidung in Bezug auf die Mitgliedstaaten oder eben im Verhältnis zu Dritten demokratische Standards zu schützen und ihr eigenes Handeln zu kontrollieren. Bei Grund- und Menschenrechten als einer der Demokratiefrage eng verwandten Problematik befand man sich übrigens in einer sehr ähnlichen Situation. Wiewohl in der öffentlichen Debatte häufig davon die Rede war, dass das institutionell Vorhandene nur den Anfang auf einem Weg zu einem europäischen Bundesstaat darstellen sollte, gab es eigentlich eine informelle, aber sehr klare Arbeitsteilung. Demnach zeichneten nämlich die Mitgliedstaaten für Demokratiefragen zuständig, nicht die EG. Und auf der europäischen Ebene noch am ehesten der 1949 gegründete Europarat, dessen Kompetenzen in dem Bereich jedoch ebenfalls eng beschränkt blieben. Dieses Bild haben Sie vorhin schon mal gesehen und jetzt zeige ich es Ihnen absichtlich noch einmal. Es zeigt nämlich den Sitzungssaal der beratenden Versammlung des Europarates, in dem ab 1952 auch die Versammlung der EGKS tagte. Das heißt, das Organ galt eigentlich als so nachrangig, dass man ihm noch nicht einmal zu Beginn ein eigenes Haus gab. So nachrangig war das Parlamentarische in der frühen europäischen Gemeinschaft. Wie steinig dann der EG der Gemeinschaft zur Demokratie war, zeigte sich besonders erstmals 1961. Damit wechseln wir zu der dritten der 3 oben differenzierten Ebenen, die zumeist in dieser ganzen Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen möchte, den Takt vorgab. 1961 bemühte sich nämlich Spanien und damit ein eindeutig nicht demokratisches Land unter Franco um engere Beziehungen zur EG. Sogar die Frage eines Beitrittes stand im Raum, worauf diese herrliche Kaptur von Behrendt nicht Bezug nahm, die aber aus dieser Zeit genau kommt. Die Regierungen mehrerer EG-Mitgliedstaaten reagierten auf das Gesuch von Franco-Spanien positiv, unter anderem die französische und die deutsche. Und auch die Europäische Kommission zeigte sich einer Beitrittsperspektive gegenüber aufgeschlossen. Für enge Beziehungen mit dem iberischen Land sprachen aus dieser Perspektive vor allen Dingen ökonomische und sicherheitspolitische Gründe angesichts des Kalten Krieges. Dennoch kam es weder zum Beitritt noch zur Assoziierung Spaniens, was sich in erster Linie aufgrund des Widerstandes des Europäischen Parlaments, des EP, sowie von zivilgesellschaftlichen Gruppen erklärt. Im EP nämlich formierte sich schnell Kritik an einem engen Verhältnis zu Spanien und das Parlament richtete eine Arbeitsgruppe zur Frage der Erweiterung und Assoziierung ein. Berichterstatter war der deutsche Sozialdemokrat Willy Birkelbach, der einen nach ihm benannten Bericht des Parlaments vom Dezember 1961 ganz wesentlich prägte. Danach hätten für Assoziierung und Mitgliedschaft Kriterien zu gelten, die über den Bereich der Ökonomie hinausreichten. Der Birkelbach-Bericht sah im, und ich zitiere, Bestehen einer demokratischen Staatsordnung im Sinne einer freiheitlichen politischen Grundordnung eine wesentliche Beitrittsbedingung. Der Bericht leitete diese Ausrichtung der EG nicht aus Rechtsnormen oder konkreten Artikeln bestehender europäischer Verträge ab, obwohl das eigentlich natürlich das juristische Tagesgeschäft wäre. Vielmehr begründete er dies mit der politischen Orientierung der bisherigen Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, die zugleich, und ich zitiere nochmal, ein zentraler Bestandteil des westlichen Vertragssystems sei. Das europäische Parlament wollte somit demokratische Standards zur Kondition einer engen Beziehung machen. Juristisch fundiert war das nicht überargumentiert, es drückte aber ein klares politisches Bekenntnis aus. Der Birkelbach-Bericht, so kann man sagen, musste auf die Macht des Wortes setzen. Das Europäische Parlament verfügte nicht über die Kompetenz, die europäische Gemeinschaft zu binden. Bald verdichtete sich aber auch der Widerstand auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Vor allem Teile der politischen Linken drängten die Kommission und den Ministerrat darauf, Spaniens Gesuch abzulehnen. Im Ringen um eine demokratische Selbstbindung der EG
bildet Spanien insofern eine frühe Nagelprobe und eine wichtige Etappe, wobei bezeichnend ist, dass die IG letztlich den Antrag Spaniens nicht rundherum ablehnte, sondern nur auf unbestimmte Zeit vertagte. So wichtig war offensichtlich das Demokratieproblem damals dann doch wieder nicht. Und dennoch, Europapolitik verließ im Falle Spaniens den Bereich des Arkanen. Angesichts des öffentlichen Drucks konnte sich eine realpolitische Interessenspolitik nicht mehr durchsetzen. Das war umso bemerkenswerter, da das EP eben formal keine Rolle in Beitritts- und Assoziierungsfragen spielte. Insofern handelt es sich nicht nur um einen Sieg des Primats von Werten und Normen sowie konkret von demokratischer Ordnung, sondern auch für das Europäische Parlament selbst, das sich in dieser Zeit an vielen Fronten darum bemühte, sein eigenes politisches Gewicht zu stärken. Zugleich vollzog sich dieser Sieg in klar umrissenen Grenzen. Auch weiterhin nämlich verfügte die Gemeinschaft über kein verbindliches Regelwerk zur Sicherung der Demokratie. Weitere ähnliche Fälle in Bezug auf Drittstaaten ließen sich nur nennen. Als etwa 1967 in Griechenland eine Militärjunta die Macht übernahm und somit demokratische Standards außer Kraft setzte, ließ sich die EG recht viel Zeit, bis es das 1961 geschlossene Assoziierungsabkommen mit dem Land auf Eis legte. In Bezug auf assoziierte Staaten des globalen Südens, im Wesentlichen den ehemaligen Kolonien der Mitgliedstaaten, spielten demokratische Standards sogar eine noch geringere Rolle. Fragen der Demokratie und damit eben eng verbunden, ich habe das schon angedeutet und werde das noch weiter ausführen, der Menschenrechte setzen somit den Außenbeziehungen der Gemeinschaft ihren prägenden Stempel auf, wenngleich in geringerem Umfang, als man das aus der Perspektive von heute wahrscheinlich erwarten möchte. Im Falle Spaniens und einige Jahre später auch Griechenlands wurde der Verweis auf Normen und Werte auf Umwegen schließlich zum Hebel der engeren Bindungen an die Gemeinschaft einen Riegel vorschob. Um eine wirkliche Wasserscheide handelte es jedoch sich nicht, denn das Einfrieren des Assoziierungsvertrages in Bezug auf Griechenland etwa hinderte Mitgliedstaaten wie die Bundesrepublik und Frankreich nicht daran, dem Land weiter über bilaterale Kanäle militärisches Material zukommen zu lassen. Wirkliche Dynamik enthielt die Demokratiefrage dann ab den 70er Jahren. Das Dokument über europäische Identität vom Dezember 1973 hielt fest, dass die nunmehr neuen Mitgliedstaaten der EG, ich zitiere, die Grundsätze der repräsentativen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, die das Ziel des wirtschaftlichen Fortschritts ist, sowie der Achtung der Menschenrechte als die Grundelemente der europäischen Identität wahren wollen. Den Inhalt dieser Grundsätze führte das Dokument nicht aus. Auch die konkreten Formen, um ihm Geltung zu verschaffen, waren nicht wirklich ausgeführt. Außerdem handelte das Dokument von den Mitgliedstaaten und nicht von der EG als Ganzes. In den Debatten klang insofern fortan immer häufiger an, dass die EG die Standards von Demokratie und Menschenrechten auch für sich gelten lassen sollte und nicht nur für den Bereich der Mitgliedstaaten, sondern auch als eigenständiger Adressat, aber vieles blieb im Wagen. Zugleich ist wichtig, dass dieser Ansatz über den anderer internationaler Organisationen, besonders des Europarates, hinausging. Das heißt, das Rollenverständnis, das man diesen Dokumenten entnehmen kann, entsprang eher dem einer souveränen oder im konkreten Fall einer sich konstitutionalisierenden politischen Ordnung. Die EG unterstrich damit ihren Anspruch, über signifikant größere Hoheitsgewalt zu verfügen als andere Organisationen wie etwa der Europarat. Die Entwicklungen innerhalb der Organisation der EG schießen seit Anfang der 70er Jahre auf ein wachsendes Echo in wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten, die sie zivilgesellschaftlich abstützten und weiter vorantrieben. Wissenschaft, Öffentlichkeit, Politik bestätigten sich so tendenziell wechselseitig dabei, dass die EG mit einem neuen Selbstbewusstsein und sogar mit Ansätzen eines Sendungsbewusstseins auszustatten sei. Diese Diskussionen drehten sich primär um den Ort der EG in der Welt. Allerdings wurde hier die Demokratiefrage in einer Weise prominent, wie es 20 Jahre zuvor noch undenkbar gewesen wäre. François Duchesne, ein enger Berater Jean Monnets und damals Direktor eines britischen Thinktanks, argumentierte zum Beispiel 1973, die EG müsse, und ich zitiere, "a force for the international diffusion of civilian
and democratic standards werden. Der britische Journalist Richard Main, ein anderer enger Weggefährte Jean Monnets, träumte derweil von einer EG, die democratic, efficient and not merely a cumbersome monolith sei. Viele dieser Aussagen blieben vage und Sie haben auch gehört, dass viele der Autoren eng mit den Institutionen verbunden blieben. Das neue Gewicht der Diskussion erklärt sich dennoch aus nicht zuletzt den veränderten, dramatisch veränderten gesellschaftlichen und politischen Kontexten, in denen die EG seit den 70er Jahren zu operieren hatte. Eine Phase der Entspannung im Kalten Krieg, Zweifel an der amerikanischen Sicherheitsgarantie, ökonomische Verwerfungen am Ende der Trente Glorieuse, aber auch der globale Aufstieg der Menschenrechtsdebatte und zivilgesellschaftliche Liberalisierungstendenzen zusammen mit der wachsenden Kritik daran, Macht in den internationalen Beziehungen primär über militärische Stärke zu definieren, all das trug dazu bei, dass Werte und Normen fortan mehr Aufmerksamkeit fanden und die Frage aufwarfen, welche Aufgabe der EG in diesem Kontext zukommen sollte. Dabei verband sich die Frage nach Demokratie immer stärker mit jener nach Menschen- und Grundrechten. Beide wurden schließlich als die zwei Seiten einer einzigen Medaille gesehen. Und dabei, das möchte ich unterstreichen, handelt es sich nicht um einen notwendigen Nexus der beiden Begriffe, sondern um eine Verbindung, die ganz dem damals noch recht neuen Zeitgeist entsprach und auch ein entsprechendes Demokratieverständnis widerspiegelte. Diese gesellschaftlichen Debatten wirkten ihrerseits auf die EG zurück. So bekannte sich die Gemeinschaft in der Folgezeit immer klarer zur Demokratie. Als das Europäische Parlament 1984 den Entwurf eines Vertrages zur Gründung der Europäischen Union annahm, spielte die Demokratie darin eine wichtige Rolle. Dafür sorgte nicht zuletzt Altiero Spinelli, der für das Dokument zuständige Berichterstatter. Bereits der erste Satz der Präambel verwies auf das, ich zitiere wiederum, Bestreben, das Werk der demokratischen Einigung Europas fortzusetzen und ihm neuen Auftrieb zu verleihen. Eine Formulierung, die im besten Fall vage blieb, vor dem Hintergrund des bisherigen jedoch auch einem Akt der Erfindung gleichkam. Der Erfindung nämlich einer Genealogie eines demokratischen Europas. Zugleich ging es hier nicht nur darum, zurückzuschauen, sondern auch die EG in Richtung einer tatsächlich demokratischen Union weiterzuentwickeln. Artikel 2 des Entwurfs hielt fest, ich zitiere wieder, jeder demokratische europäische Staat könne Mitglied der Union werden. Eine wichtige Qualifikation, die die bisherigen Verträge nicht festgelegt hatten. Da war nicht von Demokratie als Beitrittskriterium die Rede gewesen. Zusätzliches Gewicht erhielt diese Bestimmung durch Artikel 4 Absatz 5, wonach im Falle, und ich zitiere, einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der demokratischen Grundsätze oder der Grundrechte durch einen Mitgliedstaat Sanktionen verhängt werden können. Das ist also sehr viel wichtiger als alles, was wir bisher hatten. Zugleich blieben viele Details wiederum offen. Und zugleich würde ich doch sagen, dass dieses Dokument einen wichtigen Einschnitt darstellte, weil es eben eine Neuerfindung im Geiste der Zusammenarbeit der Demokratie postulierte. Auch in einem zweiten Sinn brachte der Entwurf einen dramatischen Wandel. Er sah nämlich vor, dass das Europäische Parlament direkt an der Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft oder dann Union, wie es ja genannt wurde, zu beteiligen sei. Das heißt, das demokratische Legitimationsproblem dieser Gemeinschaft wollte man über einen weitgehend supranationalen Ansatz lösen. Allein, das sei hinzugefügt, dieser Entwurf, das wissen Sie sicher, wurde nie ratifiziert. Während er im Europäischen Parlament auf eine breite Mehrheit stieß, verweigerten die Mitgliedstaaten die Ratifizierung. Der Entwurf verweist aber noch einmal auch zugleich auf etwas sehr Wichtiges, nämlich die zentrale Rolle des Europäischen Parlaments in den Debatten, besonders seit 1979. Seitdem bildete nämlich das EP die einzig formal direkt demokratisch legitimierte Gemeinschaftsinstitution mit eben direkt gewählten Mitgliedern. In vielen kleinen Schritten rückte Demokratie und eng verbunden nun auch die Frage von Grund- und Menschenrechten vom Rand näher ins Zentrum der Debatten über Ausrichtung und Auftrag der EG. Und wiederum ging es nicht nur allein um die Geltung von Grundrechten und demokratischen Standards in den Mitgliedstaaten, sondern eben auch für die Gemeinschaft selbst, diese zweite Ebene, von der ich sprach. Die neue Rolle des Europäischen Parlaments seit diesen Direktwahlen von 1979 spielte so eine wesentliche Rolle dabei, die EG explizit als Wertegemeinschaft zu verstehen und zugleich zu positionieren.
Trotz des wachsenden Gewichts dieser Diskussionen mit ihrem innerinstitutionellen Schwerpunkt stellte sich auch für die zweite Hälfte der 70er und die 80er Jahre das Verhältnis zu Drittstaaten als der wichtigste Kontext heraus, in dem Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Tagesordnung der EG rückten. Dabei verschob sich der Fokus jedoch deutlich im Vergleich zum davorliegenden Jahrzehnt. Hatte die Gemeinschaft sich zunächst nur sehr zögerlich zu Werten und Normen bekannt, bewegte man sich nun stärker in den Mittelpunkt des Selbstverständnisses und der Form, in der sie mit anderen Staaten interagierte. Zum Kern der Debatte über Demokratie und Menschenrechte wurde nun die Beitrittsfrage, die sich seit Mitte der 70er Jahre für Griechenland, für Spanien und Portugal stellte. Alle drei Staaten hatten erst vor kurzem ihre autoritären Regime abgeschüttelt, als sie sich um Vollmitgliedschaft in der EG bewarben. So stellte Griechenland seinen Antrag 1975 lediglich ein Jahr nach dem Ende der bereits erwähnten Militärdiktatur. In den Beitrittsverhandlungen stand der Schutz von Demokratie und Menschenrechten keineswegs immer an erster Stelle. Ökonomische Sicherheitsbelange waren auch hier wichtig. Dennoch, erstmals stilisierte die EG sich selbst als internationale Kraft, die durch Erweiterung einen wesentlichen Beitrag zu deren Sicherung leisten könnte. Die Europäische Kommission erklärte 1976, dass die, und ich zitiere, "Consolidation of democracy in Greece is a fundamental concern not only of the Greek people, but also of the community and its members." Diese normbasierte Sprache, die innerhalb der Gemeinschaft genau in dieser Zeit deutlich an Bedeutung gewann, sollte alle ökonomischen und technischen Herausforderungen überwölben. Insgesamt spielte das Bekenntnis zu Werten und Normen, besonders zu Demokratie, so eine zentrale Rolle. Und das viel mehr als in jeder vorherigen Entscheidung der Europäischen Gemeinschaft. Und Ähnliches galt wenige Jahre später dann in Bezug auf Spanien und Portugal. Die Bedeutung des Verhältnisses zu Drittstaaten zeigt sich zugleich daran, dass auch bestehende Bindungen seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre einen neuen Akzent erhielten. Bei der Assoziierung ehemaliger Kolonien der Mitgliedstaaten hatten Fragen von Demokratie und Menschenrechte ursprünglich keine Rolle gespielt, das hatte ich erwähnt. Mit dem Lomé-Abkommen von 1975 begann sich das aber dann eben zaghaft zu ändern. Und solche Debatten letztlich wirkten auf die Ebene der Verträge zurück. Die Präambel der Einheitlichen Europäischen Akte von 86, dem ersten grundlegenden Vertragsdokument seit 1957, unterstrich die Geschlossenheit der Mitgliedstaaten, und auch das verdient zitiert zu werden, gemeinsam für Demokratie einzutreten. Diese Formulierung war jedoch problematisch, nicht zuletzt, weil wiederum die nachfolgenden Artikel des Vertrages sie kaum mit Leben füllten. Der Maastrichter Vertrag ging dann einen wichtigen Schritt weiter. Die EU betonte hier die, wiederum Zitat, Bestätigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit und führte diese Punkte tatsächlich auch weiter aus. Und damit schuf Maastricht, wie ich argumentieren möchte, durchaus Fakten. Der Vertrag trug aber auch dazu bei, den Mythos weiterhin zu verfestigen, laut dem die EEG seit Anbeginn einer an der Demokratie und Menschenrechten organisierte Agenda verpflichtet gewesen sei. Denn es ging ja, Sie haben genau zugehört, ja eigentlich nur um die Bestätigung des Bekenntnisses laut diesem Dokument. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt anhand einiger der wichtigsten Fragen aus der Zeit von den 50er bis 80er Jahren verdeutlicht, wie kompliziert das Verhältnis des Projekts Europas zu Demokratie von Anbeginn war. Der Demokratiekomplex, das wurde hoffentlich deutlich, entwickelte sich in diskontinuierlichen Schüben, wobei wichtige Weichenstellungen in die 50er Jahre und dann einen langsamen Bedeutungsgewinn seit den 70er Jahren man ausmachen kann, sowie dann nochmal für die Zeit seit Ende des Kalten Krieges, auf die ich heute nicht ausführlich eingehen kann, also seit den 90er Jahren. Diese Entwicklungen betrafen alle drei Ebenen, die ich oben differenziert hatte. Die demokratische Legitimation und Kontrolle der neu geschaffenen Institutionen auf überstaatlicher Ebene. Zweitens den Demokratieschutz seitens der Institutionen, auch im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten. Sowie drittens die Beziehung zu Drittstaaten, vor allen Dingen solchen, die sich um Aufnahme bemühten. Man könnte eben nun den empirischen Faden von den 90er Jahren weiter bis zur Gegenwart spannen. Jedoch sind hoffentlich durch die Analyse dieser frühen Phase
alle wesentlichen Probleme und Entwicklungen schon mal auf den Tisch gelegt. Ich möchte im Folgenden auch in Bezug auf die Gegenwart diese drei Bögen nochmal zusammenfassen, indem ich auch die drei differenzierten Ebenen nochmal aufgreife und eben auch ein bisschen über die Gegenwart spreche. Erstens würde ich zusammenfassend und dann weiter ausdeutend argumentieren, dass sich uns ein Paradoxon aufgetan hat. Die Demokratie nämlich bildete nicht nur den Ausgangspunkt der europäischer Einigung, wiewohl natürlich alle ursprünglichen Mitgliedstaaten mehr oder weniger konsolidierte Demokratien waren und wiewohl europäische Einigung häufig als Geschichte einer Wertegemeinschaft bezeichnet wird, die erst heute in unserer Zeit in Gefahr sei. Tatsächlich aber gab es ein stark technokratisches Moment, das den Prozess von Anfang an charakterisierte. Im Jargon der Politikwissenschaft stand gerade bei der EGKS eine weniger prozedurale als eine ergebnisorientierte Form von Output-Legitimität im Vordergrund. Das heißt, einfacher gesagt, dass sich die Institutionen durch ihr praktisches Werk und ihre Wirkung vor allen Dingen legitimieren sollten. Weniger wichtig war Input-Legitimität, also die demokratische Kontrolle des Regelwerks. Und das sieht man eben sehr klar, wenn man sich nochmal das Werk von Monet, von Adenauer und anderen in dieser Zeit anschaut. Will man nun die Nachrangigkeit demokratischer Legitimation für die EG verstehen, dann ist dafür wichtig nicht nur dieses technokratische Verständnis, sondern auch ein zweiter Faktor. Ich würde argumentieren wollen, dass die Kompetenzen dieser frühen Institutionen eng begrenzt waren, was die Frage auch aufwirft, ob ein Mehr an demokratischer Legitimation überhaupt notwendig war zur damaligen Zeit. Um es pointiert zu sagen, wann haben Sie eigentlich alle das letzte Mal über die demokratische Legitimation von Entscheidungen der OECD, der Europäischen Patentorganisation hier in München oder der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen nachgedacht? Im Grunde, so würde ich argumentieren, stellte sich das Demokratieproblem erst seit den 70er Jahren, als die EG in vielen kleinen Schritten zunehmend an wirklich systemischer Relevanz für die Politik in Westeuropa gewann. Ein entsprechendes Politikbewusstsein begann sich seit dem Verlauf jener Dekade langsam ebenfalls zu artikulieren. Problem und Problembewusstsein wurden gänzlich offensichtlich dann vor genau 30 Jahren mit dem Vertrag von Maastricht, der die Veränderung auf der beiden davor liegenden Dekaden ebenso bündelte, die eine Basis für einen weiteren Bedeutungsgewinn schuf. Auf einer tieferen Ebene verweist die Debatte über das Demokratiedefizit, wie es immer bezeichnet wird, der EG-EU, aber auf ein grundsätzliches Problem, was ich hier als methodischen Nationalismus bezeichnen möchte, der meines Erachtens vielen Deutungen bis heute zugrunde liegt. Das zeigt sich schon für die 50er Jahre. Zugleich prägt methodischer Nationalismus viele Positionen bis heute. Um das an nur zwei Extrempositionen zu verdeutlichen, der Entwurf des Europäischen Parlaments von 1984, den ich Ihnen vorgestellt hatte, zielte im Wesentlichen darauf, das Demokratieproblem durch den Ausbau der Kompetenzen des Europäischen Parlaments zu lösen. Vereinfacht gesagt handelt es sich um den Versuch des Übertrages jenes Modells von demokratischer Legitimation, das sich in den Nachkriegsjahrzehnten in Westeuropa in unterschiedlichen Spielarten herausgebildet hatte, auf diese EG-Ebene. In den Debatten dramatisierte das Gros der EP-Abgeordneten das Demokratiedefizit deutlich, um eben die Notwendigkeit dieser Reform zu unterstreichen. Insgesamt nahm sich also das EP die Praktiken und Kompetenzen, aber auch den Habitus eines Parlaments auf nationaler Ebene als Vorbild und wollte das auf Europa übertragen. Allein schon, dass die Angehörigen in einem Akt, das muss man wirklich so sagen, der Selbstermächtigung 1962 beschlossen, ihre Institution Parlament zu nennen, wodurch der offizielle Name Versammlung war, unterstreicht, wie sehr der Nationalstaat Blaupause war. Das zeigt auch das zweite Beispiel aus der ganz anderen Richtung. Und Martina Steber hat es vorhin schon angedeutet. In der Brexit-Kampagne reflektierten viele Positionen einen methodischen Nationalismus ebenfalls. Boris Johnson und andere betonten, dass es der EU an demokratischer Kontrolle entbehre. Letztlich könne diese nämlich nur auf nationaler Ebene gewährleistet werden. Natürlich brachte das Leave-Lager auch andere Argumente vor, die Rückkehr zum klassischen Nationalstaat und damit weg von der angeblich artifiziellen und unnatürlichen Europäischen Union, bildete jedoch den argumentativen und häufig auch den emotionalen Kern der Kampagne. Mein Argument ist nun, eigentlich ist schon lange klar, dass man der EU
wenn man sie durch die Brille des methodischen Nationalismus sieht, nicht gerecht werden kann. Wie immer man normativ zu ihr stehen mag, seit vielen Jahren ist eigentlich klar, dass sich eine Verbundstruktur zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten entwickelt hat, die jenes klassisch-moderne, jenes dichotomische Denken in einfachen analytischen Alternativen, also entweder vollständige Supranationalität oder Rückkehr zum souveränen Nationalstaat, als dramatisch unterkomplex erscheinen lässt. Und in der Wissenschaft haben wir längst Begriffe, die Denkhorizonte jenseits des methodischen Nationalismus eröffnen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Bereits vor knapp 20 Jahren entwickelte die in Oxford Politikwissenschaft lehrende Kollegin Kalypso Nikolaidis das Konzept der Democracy und eröffnete damit eine Perspektive jenseits eines einzigen Demos für die Europäische Union. Denn laut diesem Konzept ist Demos nicht entweder nur national oder nur europäisch zu denken, sondern je nach Frage auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Konstellationen. Democracy, so Nikolaidis, meint mehr a union of peoples who govern themselves together, but not as one. Man muss jetzt Nikolaidis nicht unbedingt zustimmen, zumal meines Erachtens auch immer noch zu wenig in die Arbeit an diesem Konzept weitergeflossen ist, wie es quasi konkret zu operationalisieren werden. Aber auch andere Ansätze, wie zum Beispiel der von Multiple Governance, hilft, glaube ich, darüber komplexer nachzudenken als dieses dichotomische Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und zugleich ist es, glaube ich, historisch interessant, weil es uns nochmal darauf verweist, wie wandelbar Vorstellungen und Praktiken von Demokratie sind, dass wir also nicht in diesem Moment in der Mitte des 20. Jahrhunderts stehen geblieben sind in unseren Debatten, wiewohl wir häufig noch im Käfig eines staatszentrierten Denkens uns befinden und eben damit dem methodologischen Nationalismus verhaftet bleiben. Das führt mich zur zweiten Ebene, der Sicherung der Demokratie im Innern der Union, auch gegenüber ihren Mitgliedstaaten. Dazu zeigte, wie ich hoffe, der Vortrag, wie sich die IG vor allen Dingen seit den 80er Jahren an der Erfindung einer Genealogie eines demokratischen Europas versuchte und, wie wohl verdeutlicht eben, auch an der parallelen Arbeit am Mythos in Bezug auf Grund- und Menschenrechte. Das konnte ich eben nur knapp zeigen, aber da könnte man ein ähnliches Argument fahren. Ute Daniel hat für die Bundesrepublik gezeigt, dass Demokratie der Nachkriegsdekaden zu einem, ich zitiere sie, zeitübergreifenden, diachron kohärenzstiftenden Zusammenhang wurde. Auch auf europäischer Ebene, so würde ich argumentieren, inspiriert davon, bildete das schiere Sprechen über Demokratie einen Akt von Sinnstiftung und Legitimation, indem man eben behauptete, dass Demokratie eine Konstante des Einigungsprozesses sei, wiewohl das leider so nicht ganz stimmte. Denn der Demokratieschutz wurde eben erst im Nachhinein in vielen kleinen Stücken eingeführt, ohne dass dadurch bis heute, wie ich argumentieren würde, ein ganz in sich geschlossenes, kohärentes Gebäude entstand. Aus normativer Ebene mag man das sehr wohl beklagen. Ich glaube, dass die Geschichtswissenschaft dazu beitragen kann, erst einmal auch zu erklären, wozu, warum es eigentlich dazu kam. Das ist das, was ich mir für heute vorgenommen hatte. Neben der Nachrangigkeit der EG, die eine eigenständige Sicherung der Demokratie zu Beginn eben unnötig erschienen ließ, bilden natürlich nationale Widerstände ein wesentliches Erklärungsmoment für dieses Defizit, wenn man das mal so fassen möchte. Wenn es zum Schwur kam, insistierten viele Regierungen auf die nationale Souveränität beim Demokratieschutz und verweigerten sich einer weiteren Übertragung auf die EG-Ebene. Das ist ein, glaube ich, recht offensichtlicher Faktor, deswegen brauche ich ihn, glaube ich, nicht genauer auszuführen. Hinzu kommt aber ein drittes. So sehr man häufig gemeinsam Demokratie beschwor, gab es jenseits einer Minimaldefinition nämlich nie einen Konsens, was damit genau gemeint ist. Es ließ sich immer viel leichter sagen, wogegen man war, als die eigenen Vorstellungen positiv zu benennen. Und hinzu kommt eben auch, dass es dem Verständnis von Demokratie und natürlich auch von Grund- und Menschenrechten einem dauerhaften Wandel unterliegen, was eben auch erklärt, warum die Europäische Union sich mit diesem Thema durchaus schwer getan hat. Lassen Sie mich das, was jetzt wiederum relativ abstrakt war, anhand eines Beispiels und eines Begriffes konkretisieren. Zunächst ganz knapp zum Beispiel. Auch wenn man das in Brüssel nicht unbedingt gerne hört, die Orientierung an demokratischen Entscheidungen bildet keineswegs immer das oberste Entscheidungsprinzip der Europäischen Union. Die technokratische Alternative hat gerade den kriegen Modus während der Euro-Krise wesentlich bestimmt. Etwa indem Brüssel mehrmals demokratisch legitimierte Entscheidungen auf nationaler Ebene aushebelte, denken Sie etwa an Griechenland. Weiter zum Begriff.
In den Fachdebatten der Gegenwart ist in Bezug auf Mitgliedstaaten wie Ungarn und Polen in den letzten Jahren häufig von Democratic Backsliding die Rede, um die Probleme beim Einhalten demokratischer Standards in den Gesellschaften zu benennen und zu analysieren. Um ein Missverständnis zu vermeiden, auch ich natürlich sehe die Entwicklung in diesen beiden Gesellschaften als hochproblematisch und habe das, glaube ich, auch schon öfters öffentlich gesagt. Aber der Begriff Democratic Backsliding ist aufgrund der ihm eingeschriebenen temporalen Struktur meines Erachtens kritisch zu hinterfragen. Denn ihm liegt ein Zeitverständnis zugrunde, das ein früher als besser setzt und von diesem Zeitpunkt und Punkt ausgehend ein Zurückfallen in eine vorherige Zeitschicht konstatiert. Die Vorstellung eines Rückfalls erinnert stark an die Modernisierungstheorie der Nachkriegsjahrzehnte, die politische Ordnung auf einer eurozentrisch skalierten Zeitordnung verordnen wollte und Demokratie dann immer mit Fortschritt identifizierte. Statt weiter am Mythos zu arbeiten, ist, glaube ich, deswegen weitere Arbeit an den Begriffen notwendig, da manches am Illiberalismus in Polen, Ungarn und anderswo neu ist und sich leider auch illiberale Zukünfte denken lassen. Insofern ist das Undemokratische nicht einfach nur europäische Vergangenheit. Und darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Dann schließe ich nämlich zu meinem dritten Punkt, dem Verhältnis zu Nicht-Mitgliedstaaten. Diese Ebene bildete lange Zeit den eigentlichen Treiber der Demokratiedebatte auf europäischer Ebene, wie im Vortrag gezeigt. Auch hier fand, wie dargestellt, die Orientierung an Werten und der Leitschnur einer demokratischen Ordnung erst inkrementell, bruchstückhaft, Eingang in die Europäische Union. Dabei lag dem sich herausbildenden Ansatz ein implizites Modell von konzentrischen Kreisen zugrunde, zumindest wenn man das etwas vergröbert. Danach gilt, je enger die Bindung zur EU, desto höher und verbindlicher die eingeforderten Standards. Für Mitgliedschaft gelten demnach natürlich besonders hohe Hürden. Aufbauend auf dem Birkelbach-Report und anderen Schritten wurden diese vor allen Dingen in den Kopenhagener Kriterien 1993 umfassend definiert. Für Kandidatenländer oder assoziierte Staaten gelten dann dementsprechend niedrige Standards als für die Vollmitgliedschaft. Neben dieser gradierten Logik lag dem Außenverhältnis seit dem Aufbau entsprechender Kriterien immer noch ein zweiter Gedanke zugrunde. Beitritt verstand sich als eine Schwelle, die es nämlich zu überschreiten gelte. Die implizite Annahme lautete jedoch, dass der Akt des Erfüllens der Kriterien dazu führe, dass ein Staat danach nicht wieder auf das Ursprungsniveau herabsinke oder sich in eine andere, weniger demokratische Richtung entwickle. Das habe ich bereits am Beispiel des Vertragsentwurfs von 1984 angedeutet. Diese Logik liegt meines Erachtens auch heute noch dem geltenden Lissabonner Vertrag zugrunde. Im Handwerk, wenn ich das mal bemühen darf als metaphorischen Raum, würde man deswegen von einem Höhenversatz und nicht von einer Schwelle, deswegen das hübsche Bildchen hier sprechen, die, wenn man sie einmal übertreten hat, eben auf eine höhere Ebene führt. Sie sehen, und Sie haben genau zugehört, dass auch dieses Modell letztlich einer Modernisierungslogik folgt. Geschichte führt demnach in die Europäische Union und die Ever Closer Union. Das ist das Modell, das dem zugrunde liegt. Staaten wie Ungarn und Polen verdeutlichen aber nun, dass diese Höhenversatzlogik in der Praxis leider nicht immer funktioniert. Wobei mein Argument eben nicht lautet, dass Staaten oder Regierungen einfach zurückfallen, wie es das Democratic Backsliding Argument behauptet. Trotz gewisser Kontinuitäten handelt es sich vielmehr häufig um neue Ausformungen von Illiberalität. Nicht zuletzt um solche, die häufig vom Institutionengefüge, das es gibt, durchaus zu profitieren suchen und sich taktisch und situativ auch der Sprache von Demokratie oder von Menschenrechten zu bedienen weiß. Ich gebe Ihnen hier nur ein im öffentlichen Diskurs wenig beachtetes Beispiel. Ungarns ambivalente Rolle in der Unterstützung der Ukraine im Moment erklärt sich nicht nur aus prorussischen Positionen, sondern auch, wie ich denke, aus einer langjährigen Kritik am Umgang der Ukraine mit der ungarischen Minderheit im Land. Für unseren Zusammenhang ist vor allen Dingen ein Aspekt hier spannend. Vieles stellt sich nämlich ganz hinter die Sprache von Demokratie und Menschenrechten der Europäischen Union, wenn die Partei sie dafür nutzen kann, um die angebliche Diskriminierung der ungarischen Minderheit in der Ukraine anzufangen. Andrea Bogschor, hier zeige ich sie Ihnen, das ist witzig, ich war Anfang der Woche in Norwegen bei einem Vortrag und habe da einen anderen Menschen getroffen, der sich wissenschaftlich mit dieser Abgeordneten beschäftigt. Insofern sind wir schon zwei, die sich für Ungarn auf dieser Ebene interessieren. Also Bogschor, eine ursprünglich aus dem transkarpatischen Teil der Ukraine kommende
Frau, die heute im Europäischen Parlament sitzt, mit einem ukrainisch-ungarischen Doppelpass, ist meines Erachtens ein gutes Beispiel. Sie verkörpert nämlich, wenn man ihre Texte liest, einen ethnonational motivierten, aber transnational agierenden Nationalismus, der die ungarische Diaspora-Gemeinschaft in der Ukraine an Fidesz zu binden versucht. Zugleich nimmt sie eine tendenziell russlandfreundliche Haltung ein, zuletzt etwa am 8. Juni unseres Jahres, als sie sich im Europäischen Parlament bei einem Vorschlag über neue Sanktionen gegen die Russische Föderation enthielt. Hier zeigt sich also am konkreten Beispiel die Komplexität der Demokratie- und Menschenrechtsbezüge in der Gegenwart. Innen und außen sind enger verschränkt als gedacht und das Argument Demokratie ist leider auch längst zur Waffe von illiberalen Positionen geworden. Ein letzter Gedanke noch in diesem Zusammenhang. Die gradierte Logik im Verhältnis zu Drittstaaten, laut der die Enge der formalen Bindung Maßstab in Bezug auf Demokratiestandards und Menschenrechtsfragen sein sollte, stößt meines Erachtens angesichts der Entwicklung in Russland und China ebenfalls an klare Grenzen. Formal waren die Bindungen auch vor dem 24. Februar deutlich extensiver zu diesen beiden Gesellschaften als zu vielen anderen. Aufgrund enger ökonomischer Verflechtungen und eines überliberal expansiven und im Fall Russlands offen aggressiv imperialen Kurses stellt sich jedoch die Frage, ob die Europäische Union hier nicht schon längst höhere Standards hätte anwenden sollen. Dass dies unterblieb, gefährdet heute nicht nur den Wohlstand in der Europäischen Union und anderswo, sondern eben auch diesen Anspruch, eine Wertegemeinschaft zu sein. Um damit ganz an den Schluss zu kommen, voll befriedigend und endgültig lässt sich die Demokratiefrage in der Europäischen Union wahrscheinlich nie lösen. Aber das gilt auch für jedes andere politische Gebilde. Ich glaube aber, dass die Geschichtswissenschaft uns helfen kann, zu erklären, wie es zur heutigen Situation kam. Und man kann auch aus der historischen Perspektiven verdeutlichen, wie ambivalent, wie offen viele Fragen bleiben und wie fragil das Erreichte ist. Dass auch das Verhältnis zu Drittstaaten künftig Motor und Bruchstelle der Entwicklung bleiben wird, ist anzunehmen. Dafür spricht eben nicht zuletzt die Situation in der Ukraine, während wir sprechen. Der Mut, mit dem sich die Menschen in dem Land dem brutalen Angriffskrieg der Russischen Föderation entgegenstemmen, beeindruckt mich auf jeden Fall sehr. Dass die Demokratie in Europa in diesen Wochen in Orten wie Charkiw und Liman, in Bachmut und Issyum verteidigt wird, steht für mich auch außer Frage. Wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew am 11. Juni jedoch erklärte, dass die Ukraine, ich zitiere sie, eine solide und stabile parlamentarische präsidentielle Demokratie sei, mag man sich doch fragen, ob diese Einschätzung wirklich angemessen ist und der Europäischen Union im weiteren Prozess der Verhandlungen über eine Mitgliedschaft nicht noch auf die Füße fallen wird. Klar dürfte auf jeden Fall sein, für die Demokratiegeschichte bleibt die Europäische Union auch in Gegenwart und Zukunft ein spannendes Laboratorium. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Etwas imperial expansiv, aber ich mache mich wieder etwas kleiner mit meinem Papierhaufen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, Sie sind genauso beeindruckt von dieser Tour de Force und diesen vielen Anregungen, diesen vielen anderen Akzenten, die Kiran Patel gesetzt hat bei seiner Auseinandersetzung mit der Frage, wie man denn jetzt die europäische Integration und vor allem das institutionalisierte Europa demokratiehistorisch lesen kann. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe sehr, sehr viel zum Nachdenken mitbekommen, ganz unterschiedliche Kategorien und Ansätze, wie die Demokratiegeschichte Europas gelesen werden kann. Sehr interessant fand ich den Aspekt nochmal internationaler Politik, also internationale Politik, die tatsächlich ein Motor für eine Demokratieentwicklung sein kann. Ein Aspekt, der in der Demokratiegeschichte
meines Wissens jetzt bislang kaum diskutiert wurde und über den, glaube ich, tatsächlich es sich lohnt, weiter nachzudenken. Aber auch solche Fragen wie Zentrum und Peripherie in Europa, im demokratischen Europa, die du am Schluss nochmal angesprochen hast, oder auch die Frage, welche impliziten Erzählungen eigentlich in vielen unserer tagesaktuell, aber auch analytisch gebrauchten Begriffe liegen. Es gibt also wirklich sehr viele Ansatzpunkte für die Diskussion und ich darf Sie hier im Raum und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie an den Bildschirmen einladen, Fragen zu stellen. Ich versuche den Chat angemessen zu würdigen und hoffe, dass ich dem auch nachkommen kann. Also, the floor is open. Ja, ich sehe schon die erste Frage. Herr Steiner, bitte. Ja, gerne. Ich frage mich, ob die Frage der Demokratie in der Europäischen Union nicht in erster Linie an der Finalität der EU hängt. Das heißt, was will man eigentlich? Also wenn die Vision ist so im de Gaulle'schen Sinne, dass die Souveränen letztlich die Staaten sind, dann könnte man ja sagen, Demokratie knüpft an die staatliche Basis an. Und dann hat eigentlich Demokratie gar nichts verloren. Das haben Sie am Anfang auch gesagt, sondern es ist ein Zusammenschluss mehrerer Staaten. Und die müssen demokratisch sein, das ist wahr. Aber im Grunde genommen hat Demokratie keinen Platz auf der EU-Ebene. Wenn man allerdings sagt, man hat eine supranationale Vision und je mehr man das hat, desto mehr ist natürlich und desto lange Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht ja auch in diese Richtung. Also ich will das jetzt nicht für richtig halten. Aber ist nicht die Frage der Demokratie gleichzeitig die Frage, wo wollen wir hin? Und wenn wir also überwinden wollen, das Nationale, dann müssen wir natürlich an die Demokratiefrage ran. Und ist es nicht auch so, dass diejenigen, die demokratische Strukturen oder mehr Demokratie einfordern, im Grunde genommen gleichzeitig eine andere Vision der EU haben und umgekehrt, dass diejenigen, die sagen, das ist eigentlich nicht so wichtig, ja, was das Parlament sagt, das Europäische Parlament, wichtig ist, was die Staaten sagen, wichtig ist, was im Europäischen Rat passiert. Also ich frage mich, obwohl ich von der Außenpolitik komme, ob man wirklich das so sehr von außen begründen kann, ob es nicht im Wesentlichen eigentlich daran hängt, wo wollen wir hin? Darf ich direkt antworten? Ja, bitte. Ja, Herr Botschafter Steiner, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Man hätte den Vortrag auch so aufbauen und strukturieren können. Ich würde Ihnen ganz recht geben, dass die Finalitätsfrage, also die Frage, gibt es sowas wie ein Ziel, ein konstitutionelles Ziel, eine politische Ordnung, auf die man hinstreben möchte, ein ganz wesentlicher Faktor in der Demokratiefrage ist. Und wie ich zu zeigen versucht habe, ist es eben so, dass im Grunde die Auseinandersetzung über die politische Verfasstheit dieses Europas auch immer dann genau diese Frage zu unterschiedlichen Antworten geführt hat. Ich habe auch deswegen dem Vertragsvorschlag von 1984 und auch dem Verfassungsvertragsentwurf so viel Raum eingeräumt, wo man doch eigentlich sagen könnte, naja, das gab es ja nie, warum macht man das überhaupt? Weil es genau nochmal da um Zukunftsentwürfe gegangen ist, also mögliche Zukünfte für die Europäische Union, die längst zu Vergangenheiten geworden sind. Aber genau da zeigt sich die Debatte nochmal besonders deutlich meines Erachtens, weil eben da nochmal ausverhandelt wird, explizit ausverhandelt wird, welche Zielvorstellungen sind und was wir sicher eben nochmal festhalten können, ist, dass es nie einen Konsens über diese Frage gegeben hat im Verlauf dieser 7 Jahrzehnte europäischer Integration, wie das Modell auszusehen hat. Was ich in meiner empirischen Arbeit interessant fand, dass es ja, wenn man so will, Erzählungen gibt, wer wo steht, wenn man so möchte. Dass die Briten, dass die Dänen sozusagen nicht für mehr Supranationalität standen, ist jetzt nicht so richtig überraschend.
Was ich interessant fand, ist, dass zum Beispiel auch die Bundesrepublik in dem Zeitraum, den ich jetzt hier heute vorgestellt habe, sich einer weiteren demokratischen Fundierung der europäischen Gemeinschaft der damaligen Zeit eher nur widerstrebend geäußert hat, wenn wir über den Ministerrat sprechen. Ich habe versucht, es quasi anzudeuten, zumindest, dass es auch da eine Komplexität der Handlung gibt, indem ich in dem Fall über einen sozialdemokratischen, auch deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments sprach, der eben Wortführer war jenes anderen Lagers, das für ein Mehr an Demokratie eingestanden hat. Also insofern ist die Finalitätsfrage, wenn man so will, ein Gradmesser der Ausverhandlung. Und ich glaube zugleich, dass wir, um vielleicht mal einen größeren historischen Bogen zu schlagen, uns heute in einer ähnlichen Phase befinden wie in den 70er Jahren, in der die Finalitätsfrage etwas weniger diskutiert wird. Also die wurde in der Anfangszeit sehr intensiv diskutiert. Walter Hallstein, der erste Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der vom Bundesstaat im Werden sprach, hat das auf den Punkt gebracht. Ein anderes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit wäre diese Phase für mich von den Mit-80ern bis zu den späten 2000ern, als man ja immer versuchte, über die großen Vertragsveränderungen ein finales Ergebnis zu erreichen. Heute würde ich argumentieren, in den 2020er Jahren sind wir eher so im Muddle-Through- oder Bricolage-Modus, wie man es in den 70er-Jahren war, wo gelegentlich natürlich man Stimmen findet, die sagen, das soll das Ziel des Einigungsprozesses sein. Der pragmatische Konsensus aber eher lautet, lasst uns dieses Thema gar nicht angehen. Das ist viel zu heiß, wir können uns eigentlich gemeinsam nur die Finger dabei verbrennen, weil wir uns auf keinen Konsens werden einigen können. Und ich glaube, es ist zugleich eben interessant, dass die Entwicklung auf der institutionellen Ebene längst gezeigt hat, dass das dichotomische Denken eben Vereinigte Staaten von Europa mit starker Supranationalität einerseits oder nationale Souveränität andererseits natürlich weiterhin Denkmöglichkeiten sind, aber die Praxis längst zu einer Art von Verbindung geführt hat, die eigentlich ganz andere Fragen aufwirft und auch komplexere Modelle eigentlich bedarf, als zu sagen, sollen jetzt die nationalen Parlamente das richten oder das Europäische Parlament? Und auch die institutionellen Realitäten sind ja deutlich komplexer. Das wissen Sie natürlich sehr genau. Aber ich finde, dass da die öffentliche Debatte manchmal noch etwas hinterherhängt, in dem doch noch diese eher einfachen, dichotomischen Momente, wie ich sie mal nennen möchte, oder Denkstrukturen eher mobilisiert werden in dem Zusammenhang. Natürlich gerade auch vom illiberalen, vom populistischen Lager in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Ariane Lienwertz. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit stärker mit dem Thema Föderalismus. Bei mir ist zunehmend die Frage aufgetaucht, wenn es um Modelle für die Gestaltung europäischer Institutionen geht, welche Rolle hier tatsächlich das spezifisch deutsche Modell des Exekutivföderalismus gespielt hat. Also es wäre einmal eine empirische Frage, inwiefern deutsche Akteure dieses Modell auf die europäische Ebene exportiert haben. Und zum anderen kommt damit ja eigentlich eine größere Frage in den Blick, nämlich letztlich das Spannungsfeld zwischen Legislative oder Parlament und Exekutive in einem föderalen Bund, als den man die EU ja bezeichnen könnte. Und vielleicht ist das vielleicht genau das Problemfeld, an dem es in vielen Belangen immer noch hakt. Das ist jetzt nicht direkt eine Frage, sondern das prägt so ein bisschen meine Sicht auf die EU-Problematik. Und der Exekutivföderalismus, ich glaube, das wäre ein Begriff, der sehr stark auf die EU auch zutrifft. Mein zweiter Punkt betrifft die Frage der Wertegemeinschaft und des Demokratieexports. Also ist die EG oder EU vermutlich in den 90er oder frühen 2000er Jahren auf diesen amerikanisch geprägten Zug aufgesprungen, nach dem Ende des Kalten Kriegs
Demokratisierung aktiv befördern zu wollen? Also das wäre meine Frage, welche Zeitschnitte es da gibt und welche Rolle das Ende des Kalten Kriegs gespielt hat. Vielen Dank. Tolle Fragen, vielen Dank dafür. Die erste Frage waren ja zwei Fragen ineinander gefaltet oder ein Kommentar und eine Frage. Ich gehe gerne auf beide ein und dann komme ich gerne zur zweiten Frage. Föderalismus ist, glaube ich, ganz spannend. Und ich glaube, man kann natürlich nochmal über den deutschen, wie du sagst, Exekutivföderalismus sprechen, sollte aber vielleicht nochmal zunächst in Erinnerung rufen, dass Föderalismus in der frühen Nachkriegszeit, auch übrigens nicht nur in Bezug auf die europäische Ebene, ein unglaublich breit diskutiertes Modell und eine Zukunftserwartung darstellt, also auch auf der globalen Ebene. Und ich habe vorhin kurz nochmal die Schumann-Rede von 1950 zitiert, wo er auch von Föderalismus spricht, aber im Grunde als europäische Ordnung, die in eine globale föderale Ordnung eingebunden ist. Und zugleich ist es so, dass damit nicht nur auf einen französischen Akteur verwiesen ist, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien der damaligen Zeit über Federalism sehr intensiv diskutiert wurde, aber zum Beispiel auch in Italien, vielleicht sogar fast mit Großbritannien noch mehr als in Deutschland in Bezug auf solche überstaatliche Ordnung. Also insofern möchte ich erstens nochmal unterstreichen, dass es eine Vielzahl von Debattensträngen gibt, keineswegs nur in Deutschland, und dass die auch teilweise distinkt aus ihren jeweiligen nationalen Kontexten kommen, wiewohl sie natürlich sich dann seit den 40er Jahren immer mehr auch miteinander verschlingen. Ich würde eben argumentieren wollen, dass wenn wir uns die Institutionen anschauen, man eigentlich von einem deutschen Export des Exekutivföderalismus nicht wirklich sprechen kann. Wie gesagt, das Institutionengefüge, wenn wir uns jetzt nochmal die EGKS anschauen, hat durchaus einen stark französischen Twist, wo die Ideen erstmal hergekommen sind. Und es gibt dann weitere Abschichtungen sozusagen, die über weitere Debatten hinzugekommen sind. Ich habe das nicht erwähnt, aber die Tatsache, dass es die Versammlung gibt, also der Vorläufer des Europäischen Parlamentes, hat nicht zuletzt wiederum mit kritischen Debatten im Benelux zu tun, wo man argumentierte, Leute, so technokratisch machen wir das aber nicht. Also insofern ist das, glaube ich, schwierig, und es führt mich zum zweiten Punkt, also dem Unterpunkt zu sagen, ob man da nicht nochmal das Spannungsverhältnis zwischen Legislative und Exekutive auch vor dem Hintergrund der deutschen Debatte sehen kann. Ich glaube, da tut sich ja nochmal eine Besonderheit auf der europäischen Ebene auf, die so den leichten Übertrag von dem Dreiklang, wenn man Judikative noch dazu nehmen würde, auf die europäische Ebene deutlich verkompliziert. Würde man nämlich die Europäische Union als Ausgangspunkt einer supranationalen Ordnung denken, dann müsste die Europäische Kommission die Exekutive sein. Aber wir haben ja das Nebeneinander in der Europäischen Union, die wir heute haben, und das zieht sich seit den 50er Jahren bis in die Gegenwart fort, zwischen einerseits dem Ministerrat oder dem Europäischen Rat und andererseits der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission wurde lange von Personen mitgeprägt, die sich selbst gerne sehen wollten als Nukleus einer europäischen Regierung. Aber dieser Dualismus, wenn man so will, der nochmal besonders ist und der eben so in der Form auf der nationalstaatlichen Ebene keine Äquivalent hat, macht mal die Komplexität aus. Deswegen ich denken würde, und das war ja auch ein Ansatzpunkt des Vortrages, dass wir gerade, wenn wir über Europa denken, immer aufpassen müssen, nicht in diese Falle des methodologischen Nationalismus zu fallen, dass wir sozusagen ein nationales politisches Ordnungssystem eins zu eins glauben, in Europa wiederzusehen. Das prägt oft die politischen Debatten, wird aber der konstitutionellen Realität auf der europäischen Ebene meines Erachtens erschreckend oft nicht gerecht. Zu dem zweiten großen Punkt, ja, das wäre mein Argument. Martina hat netterweise auf das kleine Büchlein verwiesen, das ich vor ein paar Wochen veröffentlicht habe, mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der Europäischen Union, wo ich schon auch argumentiere, dass die Idee, ein Modell zu verkörpern, ein Modell von Governance, aber durchaus auch in Bezug auf das Vertreten von positiv konnotierten, demokratischen, rechtsstaatlichen, menschenrechtsorientierten Werten und Normen, dass das in den 90er und 2000er Jahren ganz besonders wichtig wurde. Ich würde sagen, ja, das hat mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun, aber auch sehr wohl mit etwas, was ich hier ausgeführt hatte, nämlich genau dieser Phase der 80er Jahre und damit der sogenannten Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft von damals, 1981 Griechenland, 86 Spanien, Portugal, wo genau die Europäische Gemeinschaft sich mit diesem normativen Ideal aufladen konnte. Ja, wir bringen euch
Demokratie und Menschenrechte. Wir helfen euch, das zu stabilisieren. Und das war insofern ein vorgeformtes Narrativ, das aber auch nicht narrativ war, sondern auch mit Praktiken einherging. Und übrigens auch von griechischer Seite, um nur bei dem Beispiel zur Seite sein, von Premierminister Karamanlis zum Beispiel mitgetragen wurde, das sich dann in den 90er Jahren weiter exportieren ließ, chronologisch, in Bezug auf die Osterweiterung. Und insofern gab es diese Idee, die sich übrigens auch in der politikwissenschaftlichen Literatur sehr klar widerspiegelt, wenn dort in der Zeit stark von Diffusion gesprochen wurde. Man könne sozusagen das Modell Europa stark auf andere Weltgegenden übertragen. Und ich glaube, das ist insofern nochmal interessant, eben Hegels schöne Wort, dass eben die Eule besonders gut sieht, wenn sie in der Abenddämmerung rumfliegt, dass wir heute in einem Diskussionskontext leben, in dem dieses utopische Potenzial deutlich zurückgefahren ist. Und die Hoffnung, dass Europa da sozusagen einen Wert, einen Normenexport betreiben könne, natürlich noch vertreten wird, aber dass sehr viel weniger prononciert getan wird in der Gegenwart, vor allen Dingen, würde ich sagen, nicht nur seit 2022, sondern seit der Eurokrise, also im Grunde seit ungefähr einem Dutzend Jahre, sich nochmal ganz andere Dynamiken, die eher nochmal nach innen schauen, herausgebildet haben und prägend sind und nicht so sehr jene, die quasi die Exportlogik über die Grenzen hinaus darstellt. Es ist total spannend, wie das natürlich in Bezug auf die Ukraine, aber auch den Westbalkan weitergehen wird, wo genau diese Fragen natürlich, während wir hier sitzen, ausverhandelt werden. Also das Laboratorium arbeitet weiter vor sich hin, wenn man so möchte. Und wer weiß, wie man in 10 Jahren genau auf diese Fragen blicken wird. Ja, ich habe jetzt 3 Fragen aus dem Chat, die jeweils sehr komplexe Themenbereiche nochmal aufmachen. Deswegen möchtest du dann doch dir jeweils einzeln stellen, gut, vielleicht mit der Bitte um kurze Antworten. Der erste Fragesteller, also ich kann leider hier im Chat Ihre Namen nicht lesen. Also ich habe hier nur so Kürzel stehen und kann raten und habe Ideen, aber die möchte ich jetzt hier nicht öffentlich äußern. Das ist Quellenkritik, ja genau. Also der erste Fragesteller, die Fragestellerin, fliegt nochmal oder geht nochmal auf diesen Begriff oder kommt auf den Begriff der Democracy zurück und fragt: auf anderen Ebenen als derjenigen demokratischer Standards ist die Vorstellung von unterschiedlichen Integrationsgraden unter den Mitgliedern ja schon länger etabliert. Also in Klammern das Stichwort der Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Gibt es solche Ideen auch für die Ausprägung demokratischer Standards bereits in der Vergangenheit? Sehr gut. Ich versuche es wirklich knapp zu halten. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank an Sie, dich, wer immer jetzt zu uns spricht. Also ja, da ist genau nochmal ein wichtiger Punkt angesprochen, dass wir im Grunde meines Erachtens wiederum seit den 70er Jahren die Tendenz zu dem haben, was man eben auch differenzierte Integration nennt. Also insofern, dass eben die Fragen auch der Legitimation insofern komplexer gestellt werden müssen, weil wir ein Auseinanderfallen, wenn man schon sagen möchte, haben zwischen verschiedenen Projekten unter dem großen Projekt europäischer Integration. Beispiele wären etwa Schengen, das ja nicht identitär ist mit dem Raum der Europäischen Union. Beispiele wären etwa der Euro. Muss ich natürlich Fragen der Legitimation auch nochmal anders stellen, wenn man einen Club innerhalb des Clubs wiederum nur hat. Also insofern, die Differenzierung ist ein wichtiger Zusammenhang. Und ich glaube, dass man nun wieder auch da vor allen Dingen eine Krisengeschichte insofern leicht schreiben kann, indem man sagt, das wird alles so komplex, dass es natürlich letztendlich immer intransparenter wird, wenn für jede einzelne Ordnung unterhalb des Schirmes Europäischer Union dann nochmal ganz andere Fragen sich auftun und immer nur Teilgruppen letztendlich aufmachen. Aber ich glaube, man kann eben nochmal, wenn man sagt, okay, wir müssen uns vielleicht auch von der Idee verabschieden, dass ein System wirklich für alles gleichermaßen funktionieren kann, wenn man sich davon verabschiedet und eben nicht von Demos, sondern Demoi im Plural spricht, versuchen zu komplexeren Modellen zu kommen. Wie Herr Steiner vorhin ja auch schon mal sagte, die Frage der Finalität stellt sich immer und es ist so, dass ja auch diese verschiedenen Projekte mit unterschiedlichen Governance-Strukturen ausgestattet sind, zum Beispiel in Bezug auf die Frage von Mehrheitsentscheidung, Einstimmigkeit und so weiter.
Und weil das so ist, muss auch die Frage von demokratischer Legitimation eigentlich immer unterschiedlich gestellt werden, weil natürlich, wenn die Staaten, die Mitgliedstaaten im Grunde ihre Souveränität weitgehend behalten, das Demokratieproblem sich viel weniger stellt, als wenn ein Übertrag von Kompetenz viel stärker auf eine überstaatliche Ebene tatsächlich stattfindet. Man könnte nun sagen, das ist mir alles zu kompliziert, darauf habe ich keine Lust. Ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir mit dieser Komplexität leben müssen, weil eben die Europäische Union auch so groß und so erfolgreich geworden ist mit so vielen Teilfragen, die sie angesammelt hat, dass ein verbindliches, allgemeingültiges Modell, dass die Währungsfrage, die Außenpolitik, vielleicht künftig auch noch die Sicherheits- und Militärpolitik, genauso wie den gemeinsamen Markt und die Hygienestandards etwa umfassen kann, das kann man sich wünschen, aber ich glaube, das kann man sich nur schwer vorstellen, dass es realisierbar ist. Du guckst mich so an, jetzt komme ich zum Schluss. Genau. Nein, nein, überhaupt nicht. Mir kam bei deinen Ausführungen gerade der Begriff der Multiple Democracies in den Sinn. Vielleicht könnte man oder würde das tatsächlich weiterhelfen, nochmal über dieses Konglomerat der EU in demokratiehistorischer Hinsicht nachzudenken. Aber das nur am Rande. Die Quellenkritik kam weiter. Ich weiß mittlerweile, wer die Fragesteller ist. Also ganz herzlichen Dank an alle Mithelferinnen und Helfer im Chat. Christian Marx, also erste Frage, die Frage war von Bernhard Gotto. Okay. Gut, Christian Marx fragt, und zwar auch nochmal Bezug nehmend auf politikwissenschaftliche Debattenbeiträge. Martin Höppner und Armin Schäfer, MPI Köln, konstatieren ein Demokratiedefizit der EU und richten ihren Blick dabei besonders auf die Institutionen wie die Europäische Kommission, den Europäischen Gerichtshof oder die Europäische Zentralbank, die der parlamentarischen Kontrolle weitgehend entzogen sind, aber zugleich normative Regelungen durchsetzen. Inwiefern folgen Sie dieser Interpretation und inwiefern fehlt der EU als Demokratie ein europäisches Sozialstaatsmodell? Okay, das ist wiederum ein breites Bündel von Fragen. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen und auch hierfür vielen Dank. Also ich glaube, auch da wäre mein Argument wiederum, ich wäre der Letzte, der behaupten würde, alles ist perfekt in der Europäischen Union. Ich würde trotzdem dazu einladen, nochmal komplexer über demokratische Legitimation nachzudenken, als eben in diesem Modell, das sich am Nationalstaat letztendlich orientiert. Wie gesagt, wenn wir beim Beispiel der Europäischen Kommission bleiben, dann ist es ja eben nicht so, dass hier die alleinige Exekutive in der Europäischen Union ist. Wir haben den Ministerrat, der natürlich über eine andere Form von Legitimation, nämlich über wiederum die Legitimation im jeweiligen nationalen Kontext, sehr wohl verfügt. Und es ist zugleich so, dass wir über die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament, über, Sie erinnern sich alle, diese Spitzenkandidatenlogik, auch die Frage nochmal hatten, inwieweit sich das nochmal stärker in eine föderale Logik verschiebt, wenn die Idee eben war, dass die Fraktion, die sozusagen am stärksten ist, dann wiederum den Kommissionspräsidenten, die Kommissionspräsidentin stellen kann. Und das ist, glaube ich, total interessant. Deswegen, glaube ich, passt der Titel wirklich relativ gut. Wir befinden uns in einem Laboratorium. Der Vertrag von Lissabon ist in Bezug auf dieses Spitzenkandidatenmodell keineswegs eindeutig, sondern das ist eine kreative, wiederum eher föderale Auslegung, die da stattfindet, die in eine besondere Richtung geht, die genau wiederum sozusagen für ein Demokratiemodell, ein Modell von Finalität steht, das aber umstritten ist. Und ich glaube, was es mehr braucht, ist wirklich anspruchsvolle Diskussion über die verschiedenen Zielvorstellungen, wo ich auch finde, auch wenn ich nochmal den Koalitionsvertrag, den ich mir jetzt mal durchgelesen habe, vom letzten Jahr mir anschaue, dass da zu wenig Diskussion stattfindet. Gut, ein Koalitionsvertrag ist kein Ort, in dem man Diskussionen abhält, aber auch seitdem habe ich darüber sehr wenig gehört, für welches Europa eigentlich die Bundesregierung als Ganzes steht und was man als Ziel sich da nicht vorhat. Und naja, wir wollen jetzt nicht zu viel Bashing der zurückliegenden Bundesregierung betreiben, aber dass da zu wenig strategische Debatten auch als Bürgerdialog stattgefunden haben über die Zielrichtung auch deutscher Europapolitik, das ist eine Position, die nicht nur ich vertrete, um es mal so zu sagen. Claudia Gatzka dankt dir für diesen anregenden Vortrag und fragt, wie würdest du die zunehmend professionalisierten und damit möglicherweise zunehmend sozial exklusiven Mechanismen der Elitenrekrutierung, die sich innerhalb der EU ausgebildet haben, demokratiegeschichtlich einordnen?
sind hier tatsächlich soziale Abschließungsprozesse festzustellen? Und was wären die demokratietheoretischen Implikationen? Oder lässt sich im Gegenzug mit Blick auf die Zugänglichkeit zu Machtpositionen innerhalb der EU in der Longue Durée doch eine Demokratisierungsgeschichte erzählen? Und sie setzt hinzu, ich denke vor allem an die EU-Beamten und die Konkursprogramme. Claudia, ganz herzlichen Dank. Das ist eine sehr, sehr große Frage und es ist eigentlich sehr schön, mal nicht über Verträge und Artikel noch sprechen zu können, sondern auch über Menschen, die das füllen. Und ich habe auch, weil ich ja etwas kürzer antworten soll und das auch gerne versuchen möchte, auch den Aspekt in der Frage von Herrn Marx ignoriert, nochmal auf die Social Justice Dimension einzugehen. Vielleicht kann ich das jetzt nochmal ganz knapp versuchen zu machen. Also ich glaube, dass da nochmal wichtig ist, eben die technokratischen Anteile, von denen ich vorhin gesprochen hatte, sehr wohl auch zu sehen, gerade für die Anfangsgeschichte, und uns daran zu erinnern, dass das natürlich in eine Phase fiel, die man auf Deutsch meistens als trente glorieuse mittlerweile bezeichnet, also diese 30 Jahre eines Nachkriegsbooms, wo auch ein anderes Modell von sozialer Gerechtigkeit zumindest im Kontext der Europäischen Union vertreten wurde, als das, was heute diskutiert wurde. Ich könnte das jetzt länger ausführen. Ich will nur noch mal sagen, dass das Modell im Grunde nicht redistributiv in der breiten Masse war, sozusagen der Programme, sondern eher als Wohlstandsgewinn durch alle, durch Marktöffnung. Das ist ein total spannendes Modell, über das man historisch noch mal weiter nachdenken kann. Deswegen gibt es seit den 50er Jahren die Debatte über ein sozialeres Europa, das aber immer wieder auf Grenzen stößt, ohne dass ich argumentieren würde, dass es absent ist. Ich gebe nur noch mal das eine Beispiel. Für mich ist die gemeinsame Agrarpolitik eines der wichtigsten Projekte der EU im Kalten Krieg eigentlich eine versteckte Form der Sozialpolitik, was ich mit mehr Zeit ausführen könnte. Also insofern gab es auch da Redistributives an politischen Maßnahmen. Aber Claudia hatte auch vor allen Dingen die Frage noch mal nach dem Zugang zu den Machtpositionen gestellt. Und da dürfen wir nochmal dran erinnern, oder müssen wir nochmal dran erinnern, dass die natürlich unglaublich komplex sind, dass die, und das hat vor allen Dingen auch eine an Bourdieu geschulte sozialwissenschaftliche Forschung, wie sie etwa in Frankreich betrieben wird, gezeigt, natürlich auch stark aus Wissensbeständen, aus Formen von Kapitalbildung, um mit Bourdieu zu sprechen, die sich aus nationalen Logiken wiederum rekrutieren, erklären hilft. Also insofern gibt es da einen stark elitären Zug, aber wie ich gesagt habe, steht der eigentlich in einem relativ guten Einklang mit diesem technokratischen Anteil, den es eben auch gegeben hat. Und wenn ich nur einen Satz über das Europäische Parlament und seine Zusammensetzung verlieren darf, auch da ist es interessant, dass natürlich auch dieses Parlament die Europäerinnen und die Europäer nicht sozial abbildet. Was wir sehen, ist das Europäische Parlament in seiner Zusammensetzung in den letzten ein, zwei Jahrzehnten immer mehr zu einem Parlament der Expertinnen geworden ist. Das heißt, die technischen Fragen, die behandelt werden, sind so komplex, dass man wirklich mal jemand glaubt, brauchen zu müssen, der sich dann auskennt, um wirklich was über Schadstoffreduktion verstehen zu können. Ich spreche jetzt natürlich eher von den Parteien der Mitte. Und wir wissen zugleich auch, dass die populistischen Parteien im Europäischen Parlament vor allen Dingen in den letzten zwei Zyklen stark gewonnen haben, wo die Logiken wiederum ganz anders sind. Und da kann man jetzt auch nochmal ein doppeltes Argument fahren. Damit möchte ich die Antwort schließen. Man könnte sagen, wie gut, dass diese Populisten nun auch mal im Europäischen Parlament vertreten sind, wenn sie doch in den Mitgliedstaaten so stark dann sind. Was auch nochmal quasi teilweise andere Gruppierungen der Bevölkerung mit anbringt. Das ist sozusagen wiederum ein an der Input-Logik orientiertes Argument, das ich mir nicht zu eigen machen möchte, weil zugleich eben die Frage natürlich auch ist, was dann damit passiert, welche Art von demokratischem Ausverhandeln durch diesen Raum in Brüssel dann geöffnet wird und was dann das Ergebnis wiederum ist. Also der Punkt ist nur, das ist, glaube ich, extrem komplex und auch da hat die Europäische Union natürlich keine wirklich gute Antwort gefunden. Vielleicht auch noch eine Fußnote zu dem Punkt. Es gibt im Moment diese Bürgerdialoge, die versuchen nochmal Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union in die Fragen auch der Verfasstheit der Europäischen Union mit einzubeziehen. Ich würde annehmen, dass mindestens die Hälfte von Ihnen in dem Raum noch nicht viel von diesem Projekt gehört haben, das aber eigentlich als sehr hochrangig in der Europäischen Union verhandelt wird. Und auch da kann man sich fragen, inwieweit es eher die Simulation von Partizipation ist oder wirklich zu entsprechenden Reformen führen wird. Also das beschreibt nochmal das Grundproblem auf dieser Ebene. Zuletzt habe ich jetzt noch eine Frage von Frieda Günther.
kurz und bündig, aber ein sehr großes Thema. Welche Rolle spielt der EuGH als Motor der Integration bei dem Prozess der Bedeutungssteigerung des Demokratiegedankens in der EU? Vielen Dank. Das ist auch eine sehr gute und eine wichtige Frage. Auch da würde ich sagen, ist der EuGH, also der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, ein sehr spannender Akteur, von dem ich aber argumentieren würde, dass sich auch da wieder wichtige Ambivalenzen letztendlich ausmachen lassen. Also ich darf an die großen Urteile des EuGH in den 1960er Jahren erinnern. Sie kennen die vielleicht, van Gendt-Loos und Costa Enel. Wenn Sie es nicht kennen, ist auch völlig egal. Im Grunde ist das Argument ganz einfach und auch etwas vereinfachend zusammengefasst, dass der große Bedeutungsgewinn der europäischen Gemeinschaft der damaligen Zeit im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen wie etwa dem Europarat nicht zuletzt diesen Entscheidungen des EuGHs geschuldet ist. Also nicht in den Verträgen angelegt war, sondern ex post zum Beispiel dazu führte, dass häufig, solange wurde schon von Herrn Steiner vorhin aufgebracht, häufig und zumeist die Idee war, dass europäisches Recht nationales Recht brechen kann. Das wiederum ist genau der Grund, warum man sagen kann, da hat sich das Demokratieproblem eigentlich erst mal aufgetan. Wenn es nämlich so wäre, dass es einfach eine internationale Organisation unter vielen wäre, in denen die Nationalstaaten sozusagen im ganz klassischen Modell, das aus der frühen Neuzeit kommt, bei Baudin und anderen überliefert, weiterhin ihre Souveränität behalten, dann brauchen wir keinen demokratischen Grundrechtekatalog für die Europäische Gemeinschaft / Union. Also insofern ist der EuGH auch ein Treiber der Entwicklung des Problems, wenn man so möchte, so sehr manche seiner Entscheidungen auch in die Gegenrichtung weisen. Also wie so oft ist es, glaube ich, spannend und einfach, über ein Laboratorium zu sprechen, ohne dass man deswegen sagen kann, naja, das sind die Guten, das sind die Bösen, das sind die einen, die für das eine oder für das andere stehen. Das macht es für mich genau als Historiker so interessant, darüber zu arbeiten, weil es eben nicht uns zu den einfachen Antworten führt. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen hier im Saal, bei allen an den Bildschirm. Ich schaue mal in die falsche Richtung. Ich schaue mal auf den Bildschirm, da war auch die Kamera hier. Also ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen Fragen und das Mitdenken zu Hause auch an den Bildschirm. Vor allem aber ein ganz herzliches Dankeschön an Kiran Patel. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel zum Nachdenken mit nach Hause bekommen. Und mehr kann man sich von einem Vortragenden überhaupt nicht wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke für die Fragen. Und wenn Sie bei unserem Nachdenken, unserer explorativen Tour durch die Demokratiegeschichte im frühen 21. Jahrhundert gern weiter dabei sein möchten, dann kann ich Sie ganz herzlich einladen am 21. Juli, heute in 3 Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir Paul Nolte zu Gast, der über die Rough Democracy sprechen wird. Wir sind alle schon sehr gespannt, vielleicht Sie auch. Wir würden uns jedenfalls über Ihr Interesse freuen. Dann bleibt mir jetzt nur noch einen schönen Abend zu wünschen. Für alle die, die hier im Raum sind, gibt es jetzt was zu trinken und es gibt Häppchen. Das große Gewitter hat anscheinend seinen Bogen um uns gemacht. Wir hoffen, dass das weiterhin der Fall sein wird, sodass wir also draußen dann nochmal beim Empfang miteinander sprechen können und vielleicht die EU-Geschichte vertiefen, die Demokratiegeschichte vertiefen oder auch einfach nur uns daran freuen, dass solche Dinge jetzt wieder möglich sind. Einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.